ESTV, Videos aus der Region. Mein Name ist Dimitar Hommel, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus Esslingen und ich turne als Hobby beim TSV Werner. Mit 6 Jahren bin ich vom Mutter-Kind-Turnen weggegangen und dort hat dann die Trainerin gemeint, entweder ich soll ins Klettern gehen oder zum Turnen. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir ins Turnen gehen. Oder dass ich ins Turnen gehe und mit Turnen beginne. Und das hat mir ganz gut gefallen und bei dieser Sportart bin ich auch geblieben. Ganz früher war ich in Ruid und dann so in der 5. und 6. Klasse habe ich dann gewechselt zum TSV Werner. Und seitdem bin ich dort und es gefällt mir dort sehr cool, weil dort die Trainer toll sind und auch die Kameraden, mit denen man trainieren kann. Und beim ersten Lockdown, da war dann erstmal alles tot sozusagen. Wir haben nicht mehr trainieren können und ja, zuerst habe ich mich damit abgefunden, aber nach so ein paar Wochen habe ich so gemerkt, es fehlt irgendwie. Und dann irgendwann habe ich im Internet gesehen, dass so die Profisportler, dass die sich so die Geräte ins Haus holen. Und dann dachte ich mir so, ja, das könnte ich eigentlich auch machen. Und dann irgendwann in eBay hat dann mein Vater mir so eine Anzeige gezeigt, wo so ein Pauschenpferd zu kaufen ist. Ja, und dann sind wir dort vor Ort hingefahren, haben es uns angeschaut und dann wollten wir es direkt mitnehmen, aber es hat nicht ins Auto reingepasst, deswegen sind wir am nächsten Tag dann noch mit dem Pferdeanhänger gekommen. Ja, und dann haben wir es hierher gebracht und dann war erstmal das Problem so, wo stellen wir das Pauschenpferd unter? Ja, dann erstmal in die Garage reingestellt, was ich selber nicht erwartet hätte, weil normalerweise stehen dort zwei Autos und ja, die müssen dann halt immer raus und dann kann ich dort trainieren. Und ja, seitdem habe ich jetzt hier mein Pauschenpferd. Im Sommer habe ich es dann immer draußen stehen, aber so jetzt in der Winterzeit, wo so der Schnee lag ab und an mal, da habe ich dann in der Garage trainiert und es klappt eigentlich ganz gut. Ganz besonders vermisse ich jetzt vor allem beim zweiten Lockdown, dass nach knappen 4 Monaten, dass so die anderen Geräte, dass die einfach fehlen. Also Ringe, Boden, Reck, Barren, Sprung, dass das einfach fehlt und auch die Kameraden, dass man mit denen wieder gern trainieren wollte, aber es geht halt nicht. Am meisten freue ich mich darauf, wenn die Wettkämpfe wieder starten können. Und sofern Coronavirus dann weg ist, dass man dann wieder ganz normal trainieren kann, den normalen Alltag wieder hat, mit 4 bis 5 Mal die Woche trainieren, mit seinen Freunden was zu machen.